Was haben wir noch? Rottenfleisch kannst du auch rausmachen. Pfeil und Ei. Knochen auch. Die Eisen brauchst du so viel, glaube ich, auch nicht. Wohl kaum. So. Sei denn, du willst jetzt Eisenbarren machen, Eisenblöcke machen, dann bräuchtest du vielleicht so viel, aber. Hui, hab sogar alles. Kannst jetzt hochgehen und dann Sachen in die Truhen ablegen. Wunderschön. In deinen neuen Schlafraum. Jetzt hast du sogar mir was Schönes gebaut. Ja. Das war eigentlich auch mein Ziel. So. Siehst du mal, unabhängig davon, du hast es mir überhaupt nicht gesagt und ich hab's so gewusst. Wir verstehen uns ohne Worte, das ist perfekt. Ja, ist wie mit Dennis bei dir. Tja. Also wir haben uns auch... Ich hab ja auch mit Dennis ja auch schon so einige Sachen gemacht. Ja. Das weg. Ja, Flora Sky sage ich nur. So, das kann hier unten hin. Jetzt hast du das Inventar fast unten so aufgebaut wie ich. Das ist wirklich so. Ich habe immer als erstes Axt, dann die Spitzhacke, dann die Schaufel, dann Fackeln, dann eine Waffe zum Kämpfen, also entweder Bogen läuft oder. Keine Musik mehr. Ja, das ist natürlich schlecht. Ach nee, nicht über der Texas. Funk Game Loop. Das dauert mir nicht lang genug. Immer das. Oh, ich muss ja auch reinklicken. So, warte mal, ich will das. Nee. Jetzt hab ich einen Tee. Hm. Nee, das würde vielleicht nur dann was aussehen, wenn du an den anderen Seiten noch so Stone Bricks hättest, aber so ist einfach zu wenig Platz dafür, meiner Meinung nach. Da wachsen die schon schön. Vielleicht machst du es so, dass noch ein Gemälde oder sowas machst. Auf der Seite links. Weil da ist ja relativ viel Leerfläche, sage ich mal so. Also geh mal vom Bett zurück. Wir gehen erstmal schlafen. Ah, okay. Ja, Ficky, du geh mal erst schlafen. Wir sind ja so müde. Nee, das wird ja. Oder? Warte mal, würde man das jetzt. Oder wenn du so Art Vorhang haben willst, das kannst du auch bauen. Ich rätsel gerade was anderes. Würde man. Nein, das würde man nicht. Ich probier mal was. Okay. So, das ist dann hier und das heißt da. Ja, jetzt sieht man es aber von draußen. Müssen wir uns was einfallen lassen. Vielleicht machst du die Wand einfach doppelt so stark. Ja, das können wir auch machen. Bäh. So. Einmal hier runter. Holzfarm? Ja, Holzfarm. Speedfarm. Oh, da ist sogar so ein großer Baum gewachsen. Ich glaube, das erfreut dich jetzt wahrscheinlich eher weniger. Naja, es geht. Also, er ist halt da, ne? Oh. Haben wir uns ja schon einen richtig kleinen Wald hier erschaffen. Die Insel wurde übrigens auch künstlich erschaffen. Das war nur so ein kleines Fleckchen hier. Habe ich alles also das noch mit Erde aufgefüllt. Heißt wahrscheinlich so drei Blocks oder ja, so. Nur so ein paar Blocks. Habe ich auch alles künstlich gemacht. Ben. Ich wollte auch mal Scheiß spielen und mir meine eigenen Inseln anlegen. So. Hättest du noch Palmen machen müssen und dann. Oh, Palmen, das wäre doch auch mal eine coole Idee. Stimmt, das fehlt immer so ein bisschen, ja, ne? Man könnte in Notch oder. Ich glaube, mittlerweile ist es ja Jab. Jet könnte ja dann auch ja so Art Oasen einfügen, ja. Wo so Palmen wachsen und so, das wäre doch cool. Kokosnüsse. Kokosnüsse wäre auch cool. Siehst du mal, ich müsste bei Minecraft arbeiten. Ach, schon wieder die. Ah, ich glaube, das hat man noch nicht. Ach,
Warum machst du nicht in der Reihenfolge? Dann hättest du die Musik nie doppelt. Ach nö. Ach, ich will random haben. Random, randomizer. So nach Gronkh-Vorbild und so, ne? Dazu. So. So, und jetzt bist du da wahrscheinlich so die Art Wutzin machen. Dann würde ich aber auch persönlich die Decke so mit einem Wutz machen. Also das heißt, das wegschlagen, oder kannst du auch so machen? Das ist eine gute Idee, genau. Das kannst du ja ausmachen. Ach, geh lieber rein. Egal, Bio. Nimm den Umweg. Du hättest noch oben drauf springen können, weil, glaube ich, dein Dirt noch da war. Das habe ich dir nicht gesagt. Auf der Lichtbach so. Das tut mir echt leid. Ich habe das nicht berücksichtigt. Ja. So, jetzt haben wir das. So, und jetzt kannst du ja Ranken platzieren, wenn du willst, obendrauf, dass das so eine Art Vorhang wird. Ja, habe ich abgelegt. Ich wollte eigentlich irgendwas mit Blätter machen, aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber Ranken sind. Weil es sieht so auch gut eigentlich aus. Auch eine nette Idee. Huch, nach unten bitte. Lift me down, please. Nee, das ist Gras, hier sind Ranken. Tue ich euch weg. So. So. Ranken, Ranken, Ranken. Wachst! Das muss los! Das dauert jetzt ein bisschen. Manu. Passt das mit dem Bett? Ja, das passt mit dem Bett. Oder? Nein, das passt nicht mit dem Bett. Warum nicht? Doch, es passt mit dem Bett. Ja, weil das der vordere Block ist. Das habe ich nicht berücksichtigt. Ja. Also es wird so eine Art Hidden Schlafraum. Ja, ist doch auch super. Hübsch. Jetzt kannst du da noch ein Gemälde hinmachen. Oh, hast du auch deine der Gemälde. Und sein Gemälde! Ja, ey, Notch hatte auch eine nackte Frau auf einem Gemälde drauf. Vielleicht hast du ja auch dann mal nachts was zum Ansehen. Also der Karius wird so lange nicht Ruhe geben, bis da ein Gemälde hängt. Ja, natürlich gebe ich so lange keine Ruhe. Selbst nein, Quatsch. Wenn die Aufnahme dann vorbei ist, da wartet er so lange, bis der Part kommt und dann schreibt er runter, da muss ein Gemälde hin, Ben. Hm. Das jetzt ja, jetzt hast du da dieses komische Holz. Dann würde ich vielleicht gerade an die Ecke auch so Holz machen. Ah, jetzt hast du das als Wooden Planks gemacht, ne? Ja, ich hatte eigentlich jetzt auch eine coole Idee. Verdammt. Einfach hier noch so einen Raum. Ich würde das am Eck halt so mit Holz machen, oder? Willst du noch einen Raum machen? Ja, halt nur aus dem Holz hier. Oh, das wird aber lang dauern. Ja, ne? So einen Raum. Oder du machst dir eine Goldaxt und äxtest dir mal alles schnell ab. Hinten. Weil ich glaube, Dias hast du noch nicht. Ne, Dias habe ich noch nicht. Ich hatte mal Dias, nur dann musste ja der Spielstand irgendwie flöten gehen. Und dann war ich wieder auf dem Stand von Part 36, obwohl ich schon aufgenommen habe bis Part 42. Wo ich dann auch. Das ne? ist schlecht, ja. Ich hab das mal bei einem Part von mir gehabt, dass irgendwie oben rechts im Eck so total der Video-Fail war, ja, und das war total schlimm. Aber willst du wirklich den ganzen Raum aus Holz machen? Weil das doch. Ich finde, das passt nicht mehr dann zum Haus. Hm. Ich würde vielleicht nur die Ecken gerade mit Holz machen. Die Ecken, also hier oder? Ja, nee, die Kanten da. Die. Wie vorne auch bei der Tür. Geh mal vor, du weißt schon, was ich meine. Das haben wir doch vorher auch gemacht. Da, das haben wir doch auch die Ecken aus Holz gemacht. Mhm. Also jetzt. Oder du machst Ecken aus anderem Material wie Brickstone, Stone. Müssen wir mal gucken. Oder willst du noch einen Raum bauen? Gute Idee, ne? Gute Frage, besser gesagt. Weil du musst bedenken, da grenzt ja jetzt dein Bett an, da würde jetzt kein Raum hinpassen, aber rechts daneben, rechts von dem Holz, könntest du noch aufschlagen rein, theoretisch.
Aber da ist ja nichts. Da ist ja weder ein Gemälde noch sonst was. Was ist das für ein Gang? Ich glaube, hier habe ich irgendwie mal was abgefarmt. Wollen wir mal gucken, wo wir rauskommen? Ja. Wahrscheinlich bei so einem freundlichen Creeper. Bis auf, im Endeffekt kommen wir beim Dungeon raus. Freundlicher Creeper. Wut, 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 lieber Creeper für Ben. Creepy Creep. Ach, Krippel, Krippel. Ach, ich glaube, ich weiß, wie das entstanden ist. Weil da, wo jetzt mein Haus steht, ne? Da war alles mal Erde. Also, das sah so aus. Ungefähr. Ach, du Heilige. Und das war alles Erde und das habe ich alles weggemacht, damit ich da mein Haus hinmachen kann. Oh, wie lange hast du das? Wie lange hast du dafür gebraucht, ey? Pff, guck dir einfach mein Let's Play an. Wahrscheinlich so 6 bis 7 Parts mindestens mal, ne? Oh, guck mal, jetzt hast du sogar einen Tunnel. Schön. Ja, also hat schon eine Weile gedauert. Ich kann ja dann mal die Parts ansagen, wo ich das abgefarmt habe. Was hast du vorher so nebenbei gebaut? Weil da war ja gar nicht das Haus da. Hattest du noch so ein Zweithaus oder? Oh, ich glaube, ich habe die Welt erschaffen und bin dann hier gleich. Das ist, glaube ich, mein erstes Haus hier in der Welt. Ja, klar, das ist mein erstes Haus. Naja, vielleicht solltest du einfach mal das Haus ein bisschen erweitern, an der Stelle, wo du es gerade erweitern wolltest, sage ich mal. Hm. Weißt du, was vielleicht auch ganz cool wäre? Nimm mal einen anderen Boden. Vielleicht einen Steinboden oder so. Das ist doch auch mal eine Idee. Hm. Du musst halt entsprechend auf die Höhe absenken. Huch, ist schon wieder... Ich guck gerade. Ach, wir nehmen ja schon wieder weit über eine Stunde auf. Huch, meine Erfolge wollte ich jetzt nicht. Eine Stunde und ein paar zerquetschte habe ich gesehen. Dann können wir gerade noch den Part fertig machen, 3 Minuten. Und dann kannst du nächstes Mal hier an der Stelle weiterbauen. Aber dann bin ich ja als Gastkommentator weg. Also ich gebe dir nur die Idee, dass du vielleicht einen Steinboden nehmen könntest oder so. Also ja, jetzt noch. Aber ich würde definitiv den Holzstil außen beibehalten. Also ich würde da jetzt nicht mit Material nochmal wechseln. Nee, sowieso nicht. Das ist vielleicht auch ein paar. Aber das ist bei deinem Texture Pack ist das so, dass die Stormbricks genauso aussehen wie normal. Also das ist... Ja. So ist das. Und es wird passenderweise gerade dunkel. Ja, dann würde ich sagen, geh mal schlafen und ich verabschiede mich dann gleich mit dir zusammen, ne? Das tun wir. Ach, müssen wir wieder ein Let's Play Together machen. Also, beim Let's Play Together, da nimmst du ja teilweise ewig auf. Wenn man eigentlich richtig viel Fun hat. Das, naja, frag mich einfach mal. Ich meine, ich habe noch meine Welt in dem Sinne. Oh, siehst du mal, schon ziemlich bebuscht. Ja, ne? Ja, die eine will nicht so wachsen. Ja, aber ich will meinen Abonnenten jetzt auch nicht so viel Hoffnung machen. Aber okay, dann sind wir mal lieber ruhig. Ja, das besprechen wir gleich, wenn die Aufnahme aus ist. Okay, gut, dann leg dich mal hin. Genau, ja. Wir sind müde. Erstmal Tür zu machen. Wir haben ja einiges erreicht hier heute in diesem Part oder in diesen Parts. Dank dem Herrn Tutorial TV hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mit dem Danke, mir Herrn auch. Tutorial TV. Und ja, vielleicht wollen meine Abonnenten dich auch öfters sehen. Dann musst du halt öfters antraben. Ja, dann muss ich halt hier öfters zum Dienst anstehen, aber genau. Das müssen deine Abonnenten wissen, ne? Genau, also ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob der Herr Tutorial TV euch auch so gut gefallen hat wie mir. Also mir hat er gute Inspirations gebracht, gute Ideen. Und ja, ich leg mich jetzt schlafen und sag tschö tschö und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, und am besten favorisieren das Video, ja? Wie die anderen Videos auch, wehe dem nicht.